Wir sind heute am Sydney Fish Market. Welcher Tag ist heute eigentlich? Heute ist der 23., also ein Tag vor Weihnachten. Und es sind so ungefähr gefühlte 36 Grad. Ich trage sogar rückenfrei. Was tust du? Man hat es nicht gehört. Ich trage rückenfrei. Warum sind wir heute hier? Heute ist 36 Stunden durchgehendes Trading auf dem Sydney Fish Market, welches der zweitgrößte Fish Market in der nördlichen Hemisphäre ist. Was ist daran besonders, dass hier 36 Stunden getradet wird? Das ist doch normal, dass hier mit Fisch gehandelt wird. Nein, normalerweise wird das immer nur morgens gemacht und am Nachmittag kann man hier nett hingehen, um Seafood zu essen. Aber das Trading ist morgens, bevor die ganzen Restaurants aufmachen und alles, da kaufen die ihren Fisch ein und natürlich auch die weiteren internationalen Händler. Das passiert hier alles morgens um ungefähr 5:30. Bis wann? Ich denke mal so bis 8 und dann ist vorbei. Das Traden? Ja. Aber die Geschäfte haben dann noch offen und die Restaurants? Genau, so ist das. Und hier werden dann Austern geknackt, das sehen wir bestimmt gleich noch. Und es gibt ganz viel Seafood. Also, im Sydney Fish Market kaufen die Großhändler ihren Fisch ein. Und wenn dann das Trading zu Ende ist, dann verteilen sie an die Einzelhändler den Fisch. Und die Einzelhändler verkaufen ihn dann hier entweder vor Ort auf dem Fischmarkt an uns Endkunden oder transportieren ihn in ihren gekühlten Fahrzeugen in die Restaurants und Fischläden innerhalb von Sydney und die Vororte von Sydney. Das ist, glaube ich, so der normale Ablauf, was hier auf dem Fischmarkt passiert. Ja, ich denke schon. Genau das, was ich eben gesagt habe. Gut, ich wollte nur noch mal zusammenfassen. Dann schauen wir mal nach drinnen oder in die umliegenden Cafés und gucken mal, was wir da so Interessantes für euch finden können. Genau das machen wir jetzt. Wir haben unser Mittagessen gerade beendet und zwar an einer ziemlich coolen Location in Sydney, dem Sydney Fish Market. Das konntet ihr euch eigentlich fast schon denken, aber wir haben da einen richtig guten Tipp für euch, falls ihr auch mal nach Sydney kommt. Was solltet ihr auf dem Fish Market am besten machen? Also am besten kauft ihr euch entweder bei den Restaurantständen oder bei den Verkaufsständen für Fisch, frischen Fisch und genießt den hier draußen auf dem Public Picnic Place. Das ist sehr nett, man guckt dabei aufs Wasser, kann Schiffe gucken und lecker essen. Das ist vor allem kostenlos hier draußen. Also nicht der Fisch, den man kauft, aber man darf ihn hier draußen mit hinbringen. Und was ich sehr gut fand, man darf innen drin im Sydney Fish Market in einem so einen Bottle Shop sich natürlich auch sein Lieblingsgetränk kaufen, alkoholischer Art. Weißwein, Rotwein oder wie in meinem Falle zwei leckere Flaschen Bier. Ich habe hier diesmal getestet das Melbourne Bitter, das dem Victoria Bitter übrigens sehr zum Verwechseln ähnlich schmeckt. Und zur Sicherheit nochmal und weil es gut zum Fisch schmeckt, das 150 Lashes von James Squire. Ein richtig leckeres Pale Ale. Was hattest du denn, Sabine, so zum Mittagessen? Also ich hatte als Getränk einfach eine Lift. Aber zum Essen hatte ich sehr lecker einen Lobster, also sowas, was man sich sonst bei uns, glaube ich, kaum leisten kann. Und King Prawns und einen leckeren Salat. Yep,
und ich hatte einen ganzen John Dory am Stück, einen Snapper, wie er hier genannt wird, zusammen mit frischen Pommes frites, die hier in Australien übrigens erstaunlich gut, sehr lecker nach Kartoffel schmecken. Ja, also besser als die meisten bei uns in Deutschland, ehrlich gesagt. Und das zusammen hat dann schon gut gesättigt, also lecker und gut. Genau, und als Nachtisch hatten wir leckere in Schokolade getauchte Früchte, nämlich Erdbeeren, Mango und Feige. Exakt. So, und damit sind wir dann auch am Ende unseres Berichts hier vom Sydney Fish Market. Viel Spaß, und wenn ihr hier vorbeischaut, wie gesagt, drinnen kaufen, draußen essen. Das ist wesentlich angenehmer als drinnen, wo es doch ein bisschen stickig ist. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Interview.